Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Fucking shit! Ein parvenueller Faulpelz! Ich bin schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Auf! Ist das Feiglinge, Verräter, Versager! Von vor kommt der Beschuss. Dass diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. Kann und darf nicht sein. Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Ah, Monke. Meine Person! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Und was ist los? Woher kommt die
Sie wird das saufen in ihrem eigenen Blut! Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!